Hallo, ich wollte euch ein paar Programme zeigen, die gegen Scareware helfen. Weil der normale Virenscanner, den ja wahrscheinlich jeder auf dem PC hat und die Firewall ja nicht alles wegmachen können. So, also ich habe hier Erkel, das werde ich euch natürlich immer alles in die Download-Links schicken. Das ist ein kleines Programm, falls ihr eben Scareware-Befall habt, die eure, naja, Zugriffe auf Programme blockiert. Beispiel, ihr wollt den Internet Explorer öffnen, aber da steht dran, eine Meldung von diesem Scareware-Programm, dass das nicht geöffnet werden kann, weil ein angeblicher Virus darum befallen ist. Und das macht das Programm mit jedem eurer Dateien. Das kennt man, wenn man auf irgendwelche unseriösen Websites geht und da einen Download macht. Vielleicht nicht jeder, aber manchmal passiert es und das ist halt händisch, wenn man es dann auf dem PC hat. Dafür ist dieses Programm hier, das tut einfach alle Programme oder alle Prozesse sofort beenden, bis auf die, die für Windows notwendig sind. Also sobald ich das jetzt hier ausführe, habe ich hier unten nichts mehr stehen und ich kann eben etwas finden im Internet, womit ich das entfernen kann. Dann habe ich hier noch etwas, das habe ich jetzt hier herunterfahren, abbrechen genannt. Man kennt es ja, man kann auch ein Virus haben, das den Computer einfach runterfahren will. Da zeige ich euch mal ein Beispiel. Das hier, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Öffnen gehe, das habe ich schon im Voraus gemacht, um euch das zu demonstrieren. Dann kommt hier sowas und ich will es abbrechen, dann mache ich so. Zack, ist es weg. Das ist auch hilfreich, weil man kann das eben sonst nicht schließen. Und dann eben, wenn ihr dann Erkel oder herunterfahren abbrechen gemacht habt, Malwarebytes. Das ist ein sehr nützliches Programm, das eben mehr als nur ein Virenscanner ist. Es ist halt kein Virenscanner in dem Sinne, dass er die ganze Zeit scannt, sondern ihr könnt damit einen vollständigen Systemscan machen. Das dauert dann aber auch eine Weile. Aber dafür werden auch in der Registry und eben da, wo der Virenscanner nicht findet, die Viren gefunden. Somit könnt ihr eigentlich meistens alles. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann müsst ihr einfach schauen, weil bei Erkel gibt es dann auch hier so ein Log. Da steht, wo die Programme, die beendet wurden, gespeichert sind. Da schaut ihr dann, welches ist das Programm, das mein PC befallen hat und ihr löscht es dann einfach. Und dann noch zu guter Letzt Virus Total Uploader. Das Virus Total ist ein sehr nützliches Programm, wenn ihr irgendeine Datei heruntergeladen habt, die ihr vielleicht unbedingt braucht, aber euer Virenscanner schlägt darauf an und löscht sie sofort. Dann könnt ihr mit Virus Total Uploader, entweder wenn ihr die Datei bereits auf dem PC habt, die hier uploaden, dann bekommt ihr einen Log, da wird diese Datei von 61 Virenscannern überprüft und ihr seht, von wie vielen sie als Virus befunden wird. Und wenn es natürlich von allen, dann ist es ein Virus. Ja, und in der neuen Version bei virustotal.com könnt ihr dann auch URLs eingeben, also Download-URLs, damit ihr es nicht erst im Virus auf eurem Computer holen müsst. So, jetzt dann noch zum Abschluss. Wenn ihr hier bei Erkel und herunterfahren abbrechen, da die Programmausführung sehr hässlich ist, wie ich euch hier kurz zeige, das mag vielleicht nicht jeder, dann macht ihr einfach hier Verknüpfung erstellen. Und dann könnt ihr hier in den Eigenschaften anderes Symbol gehen. So, hier kann ich jetzt ein Symbol aus der Liste. Habe ich hier schon gemacht und für herunterfahren abbrechen auch. Da könnt ihr das in irgendeiner Ordner speichern. Wenn ihr es braucht, habt ihr es direkt schnell auf dem Desktop mit einem schönen Symbol und könnt es direkt anklicken. So, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Hilfe braucht dazu, dann schreibt mir einen Kommentar. Und danke, dass ihr mein Video angeschaut habt.